Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Ja, wir stehen jetzt hier in der Kirche bei Vater Lucian. Von dem haben wir ja schon eine Mission gemacht, weil bei dem Arzt fehlt uns immer noch eine Vorquest. Und deswegen machen wir jetzt hier weiter. Hier hat nämlich der nette Mann, der die Beine von der Bank nehmen sollte, wie heißt er denn? Hasdatian hat noch eine Mission, die da heißt Kaltblütig. Sieh mal an, was haben wir denn da? Will da jemand die Bösewichte besiegen? Ihr Puls wird schneller. Ich spüre es. Bitte führen Sie unsere Gäste nicht in Versuchung, Hasdatian. Das ist eine Kapelle. Aber natürlich, Vater. Ich weiß schließlich, was ich gehört. Ich will Ihre Gastfreundschaft nicht strapazieren. Oder Ihre Götter. Sie wissen, dass ich für alle Lebenden bete. Und für die Toten. Das macht Sinn angesichts der Vampyri-Armee vor Ihrer Tür. Wenn man das als Armee bezeichnen kann. Undiszipliniert. Ohne Ehre. Räudige, bettelnde Hunde, die sich in ihrer eigenen Scheiße wälzen, um ihre Herren zu gefallen. Vergebt mir, Vater. Ich setze es mit auf die Liste. Ihre Anführer sind ausstaffiert wie die Generäle. Allesamt Hochverräter. Jeder Einzelne. Wer sich die Zähne an der rumänischen Flagge abwischt, sollte aufpassen, dass sie ihm niemand aus der Visage schlägt, hm? Selbst jemand wie Sie. Sie sind zu schwach, um einen Blutältesten zu töten. Aber Sie könnten ihn verwunden. Die Erweckung eines zu Staub zerfallenen Vampiri ist ein langer und schmerzhafter Prozess. Auf dass Sie im nächsten Leben frei von Sünde sein können. Auf dass Sie im nächsten Leben gleich lernen, den Pfahl zu fürchten. Ja, ich will auch gar keinen Ältesten beschwören oder besiegen oder sonst irgendwas. Finde ich eh doof. Wer macht sowas schon, ne? Aber wir können ja mal hier in sein Tagebuch reinspitzeln, würde ich sagen. Na, gucken wir doch einfach mal. General Movila organisiert die Offensive von diesem Müllhaufen eines Belagerungslagers aus. Ach, Grigor, du konntest 1877 keine Armee führen und dein strategisches Geschick hat sich kaum verbessert. Der schwarze Magier Stelian Tyrannul hält seine Rituale in völliger Einsamkeit ab. Er lauert über dem Schlachtfeld in sowjetischen Ruinen und versteckt sich hinter einem Kombinationsschloss. Besagte Kombination lautet 90078. Der Woidwode Raswa empfindet zu viel Vergnügen bei Hinrichtungssadismus. Sadismus ist eine überaus langweilige menschliche Neigung. Dennoch führt Vasile die Todesschwadronen an, die den Auftrag hat, eine einzige alte weise Frau auszuschalten. Aha. Okay, 90078. Ein Holzpfahl sollen wir mitnehmen. Oh ja, okay, hier, komm her, gib her. Lager der Belagerer infiltrieren. Habe ich jetzt hier ein... Ja, habe ich. Das dachte ich mir nämlich fast. Den schmeißen wir uns hier dann mal hin. So. Okay. Na dann, auf geht's. Gehen Sie jetzt. Ja, ich gehe doch. Ich bin doch dabei. Gehen Sie jetzt. Ich bin doch unterwegs. Schmeißen mich doch nicht raus. Ich habe auch ein Herz. Ja, wir gehen hier unten wieder lang, dann haben wir den... Oh, das Regenwetter hier, ne? Ich sag es dir. Ach, Vampire über Vampire. So. Grigore Movila finden. Ja, auf geht's. Da werden wir wieder nicht drum rumkommen, den einen oder anderen Vampir hier mitzunehmen. Das geht nicht anders. Weil, ja, so ganz dran vorbei kommt man einfach da nicht. Aber was seid ihr hier? Spört auf mich anzuspucken. So. Auch als Untoter kann man ja wohl ein bisschen, hier Benehmen zeigen, ne? Also wirklich. So.
Ja. Oh, was habe ich gepult? Wo habe ich gepult? Wen habe ich gepult? Wieso habe ich gepult? Okay. Ah, das sind ein paar viele. Oh, das ist nicht. Oh, das ist aber gar nicht ein bisschen gut hier, ne? Ah, zack, zack. Oh, 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 oh. Jetzt aber hier im Sauseschritt. Schön, schön. Ja, ja, ging doch. Hat uns halt einen Trank gekostet. Okay. Nee, das ist er nicht hier. Hier, da ist er doch. Ach, den soll ich jetzt besiegen hier. Muss ich da erstmal den Klopsi machen, oder? Die Todwache. Naja, hier, komm her, du. Todwache. Ja, tut mir leid. Also, den muss ich, glaube ich, machen. Den ziehen wir uns auch mal ein bisschen. Nicht, dass wir den anderen hier aus Versehen noch pullen. So. Komm her, hier können wir kämpfen. Ja, hau mir deine olle Kugel um die Ohren. Wenn du meinst, dass dir das hilft, dann tu du das. Na, müssen wir ja mal sagen. So. Okay, ja, den haben wir doch gleich kaputt. Guck mal, da steht jemand so nett rum, ne? Wer ist das denn? Kenne ich nicht. Wusel 1. Hallo, Wusel 1. So, dann schnappen wir uns den komischen Typ jetzt mal. Wir sollten uns vielleicht selber ins Target nehmen. So. So. Ja, komm her, dass wir hier... Ach ja, das ist ja nett. Aber ich wollte den anderen Typen da nicht pullen, ne? Genau. Komm her, du Wusel 1. Wir können den gerne zusammen kaputt hauen. So ist noch nicht. Aber nicht unbedingt da, wo die Pat rumsteht. Das ist nämlich uncool. So. So. Also das ist ja sowieso, ich finde es einfach auch angenehm, wenn dann, wenn man dann einfach ja, mit draufhauen kann und das zählt ohne großes Rumgehampel, Gruppe bilden und weiß ich was nicht. Habt ihr übrigens gesehen, guck mal, da fliegt die Fledermaus jetzt weg. Seht ihr sie? Da fliegt so. Okay, jetzt sollen wir in das Observatorium. Das machen wir natürlich auch. Ja, da werden wir hier die Todwache auch kaputt machen müssen. Alles klar, machen wir alles hier, komm. Machen wir das. Aber wir machen das alles. Ja, wie gesagt, ich finde das schön, dass man hier einfach relativ problemlos das machen kann. Denn je nachdem, was für eine Skillung man hat, sind die Missionen ja nun mal leichter und mal schwerer, ne? Also, ihr seht das, guck mal, da vorne sind zum Beispiel auch zwei die Questen hier zusammen, was in Transsilvanien tatsächlich auch gar nicht so dumm ist. Weil, ja, ihr habt das ja auch schon öfter gesagt, das sieht bei mir dann teilweise doch einfach ein bisschen leichter aus, als es sich dann gestaltet, wenn man es selber macht. Dann ist das Ganze auf einmal nicht mehr ganz so einfach, wie es hier jetzt aussieht. Und, ja, deswegen ist das schon so ganz cool. Also das haben sie echt ganz gut gelöst. Das finde ich ganz gut. So, hier, ach komm jetzt, geh schon kaputt hier. Du nervst ja. Ja, den kriegen sie doch kaputt, dann ist doch gut. Ich habe trotzdem, auch wenn die zu zweit sind, natürlich immer ein Auge da drauf, ja, was meine Mitspieler so machen. Guck mal, hier gibt es eine Lore. Die sammeln wir natürlich ein. Und hier gibt es die Mission zum Dungeon, der hier ist. Wir haben jetzt ja einige Dungeons tatsächlich ausgelassen. Es tut mir auch sehr leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist natürlich schon ein bisschen doof. Hier steht ein Vampirjäger rum. Ja, hey. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass da einige Dungeons jetzt fehlen. Na, also ich glaube, so gut wie alle, ne? Also es tut mir natürlich sehr leid. Es ist für mich jetzt natürlich auch ein bisschen witzlos, die nachzuspielen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe zwar jetzt DW mit jemandem zusammen, da waren wir aber nur zu zweit, haben wir das mal gemacht, also Darkness War. Weil ich da die Mission gerne abgeschlossen haben wollte. So. Das Observatorium betreten mache ich auch. Ja, jedenfalls, wie gesagt, so wirklich lohnen tut sich das für mich jetzt so vom Equip her und auch vom Spielspaß her. Natürlich nicht mehr, ne? Also ist ja klar, weil die einfach, weil ich jetzt overgeared bin, muss man einfach sagen. Und dann
macht das auch keinen Spaß, das zu zeigen. Ist ja logisch. Also ich spiele dann schon lieber so, dass das jetzt noch ein bisschen Herausforderung ist. Deswegen nehme ich euch mit, wenn ich die Instanzen auf Elite spiele, weil man muss ja alle Instanzen sowieso noch auf Elite spielen und dann kann ich sie euch genauso zeigen. Ich denke, da wird es dann auch leichter, Gruppen, also, obla, so da, das sind zwei kleine aber dabei, ne? Ja, alles klar. Da ist es dann auch einfacher, Gruppen zu finden, auch Random-Gruppen. Notfalls zeige ich sie euch, wenn wir zu zweit da durchlaufen, weil die muss ich halt, wie gesagt, die muss ich so oder so machen, die Dungeons. Sonst komme ich nicht zum Gatekeeper und nicht zum Endcontent. Das heißt, da führt sowieso kein Weg dran vorbei. Deswegen, ich zeige euch die Dungeons schon noch alle, aber dann einfach als Elite-Dungeons, wo der Unterschied, upsala, minimal ist. Also von daher braucht es nur etwas Geduld von eurer Seite. Vergessen habe ich die Dungeons nicht. So, zack, zack. Naja, hier, komm her, du Todbringer. Na, wo willst du denn hin hier? Ich bring dir gleich mal den Tod. So, wo ist hier dein Kumpel? Ach, der ist schon tot, okay. Alles klar. So, was haben wir hier noch? Ah, ja, komm her, du Deformierter. Dich machen wir auch kaputt. Was soll ich machen? Na, hier kann ich mich ja nicht dran vorbeischleichen. Ach, guck mal hier. Die schleicht sich dann vorbei hier, ne? Das ist aber auch gemein, ne? So. Ja, schleich du mal. Okay, also ich weiß noch, wenn man hier die Missionen teilweise, also in Transylvanien, das hatte ich ja schon mal gesagt, ne, die hat man ja einfach öfter mal wiederholt und gemacht, dass da war man immer ganz froh, wenn da irgendjemand gewesen ist, der sich mit den Mobs abgegeben hat, weil das teilweise schon echt lästig war, wenn man nicht die richtige Skillung hatte. Aber ich war wenigstens so höflich und habe dann freundlicherweise mit draufgehauen. So, okay. Observatorium entdeckt. Ja, ist das nichts oder was, ne? So. Okay, wir sollen jetzt hier weiter da hoch, müssen wir nämlich. Da sind die Todesschwadronen. Da kommen wir auch nicht. Ah, nee, die müssen wir. Also da führt kein Weg dran vorbei, ne? Die müssen wir kaputt machen. Das gibt einfach so Mobs. Möpse, ne? Die muss man schlagen, ob man will oder nicht. So, na dann kommt her hier. Aber sehen schon cool aus, ne? Auch, also so, ich meine, finde ich, sehen auf alle Fälle schon sehr episch aus, so. Ja, die nehmen auch nicht so viel Schaden, ne? Muss ich ja mal sagen. Was ist denn hier los? Wir nehmen mal einen Trank hier. Was ist denn hier los? Stirbst du jetzt mal? Vielen Dank. Ey, ich habe auch nicht ewig Zeit. So, jetzt du noch. Ach ja, habe ich da jetzt aber voll einen auf die 12 gekriegt, wa? Ja. Naja. Wird notiert. Alles klar. So. Ich hoffe, ich komme jetzt hier so. Ja, hier muss ich hier rein? Ja, sag mir nicht, ich muss da rein, ne? Okay. Alles klar. Oh, da oben ist noch eine Loa. Die will ich noch. Ja gut, jetzt gucken wir erstmal hier. Immer eins nach dem anderen. Guck mal, jetzt machen wir erstmal die hier. Die Todesschwadronen. Ja, ja. Wo ist denn der? Hä? Waren die nicht gerade noch zu zweit? Komm her hier. Ach, da ist der. Ach, guck mal an. Der ist da reingerannt, oder was, ne? Der war da drin. Ja, und jetzt steht er hier. Nee. Ja, weißt du, dann stell ich mich. Weißt du, was du kannst, kann ich lang. Komm her hier, wenn du was von mir willst. Ja. Komm her hier, Kollege. Ich loote derweilen mal. Ja, jetzt aber. Na, brav. Das ist aber sehr nett. So. Ja. Weißt du, erst stehst du da hinterer Wand, dann kommst du raus und dann willst du nicht herkommen, oder was? Bei dir hakt's wohl. So, Tastatur benutzen. Ach so, 90078 war's, ne?
Ja. So. Und da haben wir unsere kleine Kollegin auch da. Ich mache jetzt hier aber eine Pause und wir werden hier im nächsten Part weitermachen. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Und sag bis dahin. Ciao, ciao.